Na, na. Hey, Nate! Bobo? Ich habe die Landkarte gesehen, die du gemacht hast. Wobei, Landkarte kann man das ja nicht nennen. Es ist fast eine Miniaturwelt. Ja, all die Berge und Wälder und Städte. Und das hast du alles nur aus Büchern und den Erzählungen deiner Eltern? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, noch nie diese Unterwelt verlassen zu haben. Blauer Himmel, grüne Bäume, frische Luft. Dir steht eine Menge bevor. Ich bring dich hier raus, Nate. Versprochen. Nate, kannst du einmal rüberkommen? Ich brauche etwas zusätzliches Gewicht. Aha. Ja, genau, sowas habe ich mal gedacht. Ja, aber muss doch der Team hier, dass er noch nicht. Du. Das sollte reichen. Na sicher. Mein Gewicht reicht bereit nicht, dass er bis rauf geschleudert wird. Das ist es. Danke. Haha, wir sind ein gutes Team. Du hast eine Freundin mehr. Yippie! Ja, jetzt hätten wir den Keilriemen schon für ihn. Brauchen wir nur noch die Kohle. Ich kann ihm den geben, den Keilriemen. Ich denke, ich kann ihn selber an der Maschine anbringen. Okay, ja, Kohle will ich noch haben, sonst bringt ja nichts, wenn ich das jetzt schon die Maschine baue. Ohne Kohle. Aber wie kriege ich jetzt Kohle? Im Grunde ist es eh logisch, was ich machen muss, aber irgendwie ist es unlogisch, weil ich kann die Kohle nirgends reingeben. Ich habe aber einen Papierhut, was genauso ein... Schau, ein... Es geht nicht. Kannst nur da reingeben. Ich bin froh, dass ich Timmy an meiner Seite habe. Er erinnert mich daran, wie ich früher war. Optimistisch, unerschrocken, naiv. Ich bin froh, dass ich Timmy an meiner Seite habe. Er erinnert mich daran. Mir ist was eingefallen. Ich kann vielleicht mit Jorge reden, ob der irgendwo eine Dynamitstange oder so hat. Zum Verkaufen oder zum Hergeben. So, Leute, mal die Glocke. Das Schöne an der Glocke, Jorge kann mich nicht ignorieren. Wenn er nicht reagiert, wecke ich die halbe Stadt auf und Leute würden Fragen stellen. Ich unterstütze Gulliver, Esther und Nate bei der Produktion der Tafeln. Ratten und Zombies. Du hast seltsame Freunde, Wetterquarz. Hm. Gulliver meint, du seist ihnen auch behilflich gewesen. Wenn ihr das sagt. Die Verfaulten wollten unbedingt in die Stadt. Hab ihnen ein hübsches Sümmchen dafür abgenommen. Gulliver schuftet Tag und Nacht, um seine Schulden abzuzahlen. Ja, ich muss zugeben, er schlägt sich besser als erwartet. Trotzdem hätte ich mehr Tafeln verkaufen können, wenn er schneller gewesen wäre. Es gibt einige Probleme mit der letzten Lieferung. Ja, zum Beispiel, dass von Buren mir nur einen lächerlich geringen Betrag zahlen will, obwohl es sich um Sonderanfertigungen handelt. Diese Sonderwünsche sind das Problem. Ich hoffe, du zahlst Gulliver was extra dafür. Hast du eben nicht zugehört? Ich bekomme weniger Gold pro Tafel. Bevor meine Gewinnmarge schrumpft, muss er auf sein Gold verzichten. In der Krise müssen wir alle Opfer bringen. Gulliver meint, dass er mit der nächsten Lieferung seine Schulden abbezahlt hat. Lässt du sie dann wirklich gehen? Aber Wilbur, das Wort eines Seefelshändlers ist ein Ehrenwort. Jorge? Na gut. Aber ich hole sie wirklich raus. Der Markt für magische Schiefertafeln ist eingebrochen. Die Preise sind im Keller.
Ich sattle um. Wasser, Brot und schnelle Pferde. Damit lässt sich momentan ein Vermögen machen. Also gut, dann machen wir die Lieferung fertig und du ziehst die Zombies hoch. Und mich versteckt in irgendeinem Sack gleich mit. Was hast du gesagt? Gulliver hofft auf einen besseren Job bei dir, sobald er die Lieferung fertig hat. Wie stellt er sich das vor? Will er hier in der Stadt wohnen? In einem kleinen Häuschen mit Frau und Kind? Er ist ein Zombie! Überall hängen Plakate von mir? Hier! Gar nicht mal schlecht getroffen, finde ich. Das ist das Papier, jetzt scheiße, komm mal drauf. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair. Der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Ich müffel nicht. Oder wenn, dann nur, weil ich ein paar Tage im Bett gelegen habe. So wie ich ja. Hab ihnen gesagt, wenn sie dich schnappen wollen, müssen sie ein ordentliches Kopfgeld ausschreiben. Würdest du mich verraten? Wenn die Bezahlung stimmt, klar. Aber bis dahin halte ich meinen Kopf unten. Das machen alle, die clever sind. Wer nicht clever ist, läuft im rosa Tütü durch die Gegend. Oder Schlimmeres. Wie immer ein informatives Gespräch. Bis dann. Gern geschehen. Ich riskiere doch gerne mein Leben für unsere kleinen Plauschereien. Das würde mich jetzt interessieren. Na, das kombinieren. Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Wenn es doch nur so wäre. Und eine Ratte und einem Keilriemen. Ja. Oh, und ein Kratzschlüssel. Wenn ich das Schwarzpulver aus den Feuerwerkskörpern ins Plakat einrolle, habe ich so etwas wie eine Dynamitstange. Na haha. Und wie es aussieht, habe ich genau die richtige Menge Schwarzpulver dafür. Gut, dass es Zufälle gibt, ha? Wahnsinn. Ziemlich festes und sogar... Okay, pass auf. Der Kantschlüssel sieht aus... Nein! Ned hat Glück, dass die Leute mit der größten Werkzeugsammlung sie am wenigsten benutzen. Aber jetzt. Er hat absichtlich so zu einem Joint gerollt, damit er es besser reinstecken kann in die Mauer wahrscheinlich. Tolle Stadt, lustig aus. So. Schauen wir gleich einmal. In Ordnung. Das sollte gehen. Jetzt? Die kleine Suppenschüssel ist fast bis zum Rand mit... Warte. Der Kantschlüssel sieht aus... Okay. Ich steche ein Loch in den Sack, Sand läuft aus. Er fällt in die Waagschale, drückt sie hinunter und die Kerze wird angehoben. Sie entzündet die Sprengladung und... Bumm! Wir haben unsere Kohle. Und... Dank unseres Erfindungsreichtums auch noch all unsere Finger. Bringt euch schon mal in Sicherheit. In Ordnung. Köpfe einziehen. Alles bereit zur Sprengung. Jetzt. Gleich. Jetzt! Jetzt! Jeden Augenblick! Nate! Nicht! Schau, tot! Na, nicht! Nein! Nate? Nate! Tu mir das nicht an! Na, der ist sicher nicht kaputt. Wir müssen was tun! Du musst ihn reparieren! Das ist meine Nummer 5. Ich kann nicht.
Ich bin kein Ingenieur. Das ist egal! Hilf ihm! Moment! Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Opa hat mir davon erzählt. Die besten Gnomen-Ingenieure geben diese Technik an ihre Schüler weiter. Tu es! Geh! Endlich! Du blödes Ding! Ja, das kenne ich auch von mir. Ja. Hast du einen schweren Schraubenschlüssel? Damit geht es besser. Nicht nötig! Nichts passiert, was er nicht selber reparieren könnte, würde ich sagen. Wir haben uns Sorgen gemacht, Nate. Wiederbelebt. Aber dann hat dich jemand gerettet, der kurz mal vergessen hatte, dass er das eigentlich gar nicht konnte. Nate! Alles in Ordnung? Jo, wir haben Kohle. Wenn ich jetzt hinkomme. Zwerge glauben, Kohle bringe Glück. Ich finde, sie macht vor allem schmutzige Finger. Es muss wieder irgendwas los, holen. Jungs. Lasst uns den Haufen in die Werkstatt bringen. Okay. Ich hab schon gehabt. Nee. Du bist in Ordnung. Du kannst schleppen. Das hab ich schon gehabt. Du musst irgendeinen Fetzen oder Handschuhe holen. Nein, es wird nicht mehr geben. Ich werde kein Bergmann. So viel steht fest. Ich habe keine Kohle. Was? Die kleine Suppenschüssel ist fast bis zum Rand mit feinem Sand gefüllt. Da liegt's. Links. Achso. War ein ganz schöner Akt, die Kohle hierher zu schaffen. Aber der Haufen sollte reichen, um die Lieferung fertig zu kriegen. Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das Wasser zu Dampf wird und den Druck ansteigen lässt. Je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir der Maschine richtig Dampf machen wollen, brauchen wir Kohle. Haben wir ja. Jetzt verdrücke ich mich schon wieder. Gut, dann. Das sieht gut aus. Über diese Hebel lässt sich der Konstruktor steuern, richtig? Fertig. Brauchst du mir jetzt nicht alles zu erklären. Erst einmal müssen wir das Baby zum Laufen kriegen. Das Baby. Ja, und jetzt? Hier sieht alles soweit in Ordnung aus. Noch mal auf die Kohle oder so? Das Feuer im Ofen erhitzt je heiß. Ich zieh den Hut an, dass er nicht dreckig wird. So. Kohle, Schaufel, ein kleines Feuer im Ofen. Hier sieht alles soweit einsatzbereit aus. Trichter vielleicht? Okay. Wenn ich es recht verstehe, sollen die Rohstoffe über diesen Trichter in die Maschine kommen. Richtig? Ja, das muss ich gar nicht mit Dings reden. Richtig? Das wären Holzbretter. Hallo, Mirko. Das ist etwas von dem intelligenten Stein. Oh, was mache ich schöner? Wenn die Maschine läuft, müssen wir vielleicht nachölen. Momentan ist das nicht nötig. Die Maschine ist ordentlich geölt. Gut gemacht, Nate. Wo ist der Nate überhaupt? Diese Anzeige scheint anzuzeigen, wie effektiv die Maschine läuft, oder? Die müssen wir im Auge behalten, sobald wir in der Produktion sind. Jede dampfbetriebene Maschine, die etwas auf sich hält, hat solch eine Pfeife. Solange die Maschine nicht läuft, wird nicht viel passieren. Aber sobald sie läuft, werde ich der Erste sein, der daran zieht. Na gut, der Zweite. Ja, aber ich muss irgendwie... Über diese Hebel lässt sich der Konstruktor steuern, richtig? Richtig.